Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zur 30. Schwangerschaftswoche. Heute habe ich den ganzen Tag unter ein bestimmtes Thema gestellt, und zwar das Thema Hypnobirthing. Ich habe das schon mal ein paar Mal angerissen, und zwar bin ich über Instagram auf diesen Begriff gestoßen, Hypnobirthing, und habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, erstmal so ganz allgemein im Internet geschaut, gerade auch auf YouTube. Auf YouTube gibt es sehr, sehr wenig Informationen, gerade auch auf Deutsch. Und dann habe ich mir halt diverse Bücher und CDs bestellt, die ich euch in einem separaten Video, das auch jetzt hochgeladen ist, vorstelle. Ich wollte es so ein bisschen trennen, dass diejenigen, die das dann interessiert, sich dann gerne anschauen können, welche Bücher und CDs ich hatte, ob ich die empfehlen kann. Wie gesagt, das findet ihr im nächsten Video. Und heute soll es um Hypnobirthing gehen, was ich halt für mich aus diesen Büchern mitgenommen habe, gelernt habe, um euch das Thema Hypnobirthing einfach ein bisschen nahe zu bringen. Denn ich möchte versuchen, das jetzt in dieser zweiten Schwangerschaft anzuwenden, könnte man. Oder bei der zweiten Geburt. Es ist ja so ein kontinuierlicher Prozess innerhalb der Schwangerschaft und dann findet es ja seinen Höhepunkt in der Geburt quasi. Denn ich habe Ansätze davon, unabhängig, dass ich das halt nicht kannte, auch bei Vince angewandt. Bei Vince Geburt war mein vorrangigster Gedanke einfach immer: Umso mehr ich mich hier anstrenge, umso mehr ich bei dem Geburtsvorgang auf mich nehme, umso mehr erleichtere ich es ihm, auf die Welt zu kommen. Und einfach diese Freude, ihn zu sehen, hat mich halt einfach gepusht. Und das ist auch so ein wichtiger Aspekt von Hypnobirthing. Und ich würde euch jetzt im Folgenden einfach mal so einen kleinen Vortrag geben, was Hypnobirthing eigentlich ist. Ein großes Problem ist, dass in unserer Kultur so eine tief verankerte Angst vor der Geburt bei Frauen besteht. Und diese Angst entsteht meistens durch Wissen. Deswegen war ich auch bei Vince jemand, der nie viel recherchiert hat über irgendwelche Wehwehchen, Krankheiten. Ich habe mir bis heute keinen einzigen Geburtsbericht auf YouTube zum Beispiel angesehen, obwohl ich selbst einen dann nach Vince Geburt auch gedreht habe. Aber ich habe mich selbst mit dem Thema Geburt gar nicht so sehr auseinandergesetzt oder mir Gedanken darüber gemacht, und ich hatte auch wirklich keine Angst davor. Und diese Ängste und Befürchtungen der meisten Frauen haben aber zur Folge, dass sich der Körper einfach anspannt. Und Angst machen können halt, wie gesagt, Internet. Da gibt es so viele Foren und Internetseiten, wo man lesen kann. Natürlich Erfahrungsberichte, sei es jetzt auf YouTube oder wenn man sich mit anderen Frauen unterhält. Angst machen können aber auch die Untersuchungen beim Frauenarzt. Denn wenn man so Sachen gesagt bekommt wie: Ihr Kind ist zu klein, Ihr Kind ist zu leicht, Sie haben zu viel Fruchtwasser, das schürt natürlich Ängste, auch wenn das, wenn man dann so ein bisschen, wenn der Frauenarzt näher darüber aufklären würde, meistens gar nicht so schlimme Sachen einfach sind. Und diese Angst bewirkt im Körper drei Reaktionen. Zum ersten verkrampfen sich natürlich die Muskeln, dann wird die Durchblutung reduziert und es werden bestimmte Stresshormone ausgeschüttet. Und diese Reaktionen bedingen und verschlimmern die Geburtsschmerzen. Also es ist eigentlich ganz interessant, dass das eigentlich größtenteils nur in unserem Kopf stattfindet. Und wichtig ist einfach die aktive Auseinandersetzung mit dieser Angst und nicht durch die Angst gelähmt zu werden. Hypnobirthing ist sowohl eine Geburtsphilosophie als auch eine Geburtstechnik, könnte man sagen, obwohl Hypnobirthing den Frauen eigentlich zu einem Großteil offen lässt, wie sie ihr Kind zur Welt bringen oder wie sie die Wehen überstehen. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, dass das jeder für sich selbst herausfinden möchte. Bei Vince war es zum Beispiel so, ich habe nie in dieser klassischen Liegeposition, da war ich einfach nie, also diese klassische Position auf dem Rücken, das war für mich nicht angenehm, es hat mich auch im Geburtsvorgang nicht weitergebracht und ich habe ja Vince dann in der Hockposition zur Welt gebracht mit Manu in meinem Rücken. Ich kann euch meinen Geburtsbericht nochmal in die Infobox verlinken und das war für mich einfach das Beste. Es ist eine sehr unkonventionelle Methode, denn in Deutschland werden die meisten Babys halt so auf die Welt gebracht, dass die Frau auf dem Rücken liegt, obwohl es eigentlich die eine sehr schwierige Position ist, weil sie eigentlich nicht förderlich für die Geburt ist. Und man sollte einfach für sich ausprobieren. Man sollte den Mut haben, das Selbstvertrauen haben, für sich während des Geburtsvorgangs, gerade wenn es die erste Geburt ist, zu probieren und herauszufinden, was einem gut tut. Zum Beispiel, wenn ich auch diese Fernsehserien sehe, wo halt Geburten übertragen werden.
könnte das nicht, wie manche Frauen, die einfach da liegen und die Wehen über sich hinweg wehen lassen. Keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll. Also die liegen da und die heulen vor Schmerzen, könnte man sagen. Aber ich hätte auch nicht einfach nur so da liegen können, während halt diese Wehenschmerzen waren, sondern ich habe halt immer irgendwas gemacht, um das abzuleiten, könnte man so sagen. Zum Beispiel hatte ich, was ich auch unbedingt bei der zweiten Geburt möchte, von der Decke so ein Tuch hängen. Und immer wenn eine Wehe war, habe ich mich daran festgehalten und habe halt auch eine gewisse Kraft natürlich ausgeübt. Und das hat mir mega gut geholfen. Also ich kann nicht sagen, dass die Wehen sehr schmerzhaft waren. Also während einer Wehe musste ich auch etwas tun. Also ich konnte nicht einfach nur da liegen. Ja, deswegen ausprobieren finde ich ist ganz, 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 ganz wichtig. Und Hypnobirthing, das ist ein Programm aus Entspannung, Visualisierung, Selbsthypnose und Formen von speziellen Atmungs- und Tiefenentspannungstechniken. Man sollte sich als Frau unbedingt vor Augen halten, dass die Geburt wirklich eine normale, eine natürliche und eine gesunde Tätigkeit ist. Also unser weiblicher Körper ist dafür gebaut, ein Kind zur Welt zu bringen. Es ist etwas ganz Natürliches, es ist etwas Gesundes halt auch wirklich, also nichts, wovon man Angst haben muss, also vor Komplikationen zum Beispiel. Unser Körper ist gemacht, dass das alles funktioniert und dass das nicht mit Komplikationen für uns verbunden sein muss, sein sollte. Also es ist etwas, was einfach, ja, man muss darauf vertrauen, dass es funktioniert. Die vier Basistechniken des Hypnobirthing sind die Atmung, die Visualisierung, die Entspannung und die Vertiefung. Ich habe noch so ein paar wichtige Aspekte des Hypnobirthing für euch zusammengefasst, also die für mich auch irgendwie wichtig waren, interessant waren, wo ich mich auch wiedererkannt habe. Und zwar ist es, dass man Verständnis für seinen eigenen Körper entwickeln soll, während der Schwangerschaft einfach auch. Also, dass man auch, was mir jetzt in der zweiten Schwangerschaft auch schwer fiel, den Körper auch schätzen soll. Auch die körperlichen Veränderungen. Natürlich wird man dick, aber man wird dick, um ein Kind zu ernähren, um ein Kind ordentlich zur Welt bringen zu können. Und das sollte man einfach schätzen. Außerdem sollte man sich während der Schwangerschaft auch mental auf die Geburt vorbereiten. Im positiven Sinne natürlich. Man sollte sich auf seine eigene Intuition und das Körpergefühl verlassen. Gerade auch dann während der Geburt, was ich jetzt schon erzählt habe. Einfach ausprobieren, schauen, was einem gut tut und das dann weitermachen. Entschuldigt bitte die Geräusche, aber bei uns wird ja immer noch renoviert. Und ja. Dann sollte man sich vor allen Dingen in aller Ruhe auf das Ereignis der Geburt vorbereiten. Also wirklich auch schon am Anfang der Schwangerschaft sich dessen bewusst werden, dass das halt dann in ein paar Wochen irgendwann kommt, dieser Punkt. Und man kann sich ruhig darüber informieren, wie eine Geburt abläuft, also wirklich so ganz wissenschaftlich gesehen. Und dann Methoden für sich entwickeln, da entspannt einfach ranzugehen. Dann, das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schönen Gedanken, das Gebären als Liebesakt des Lebens. Weil im Endeffekt ist dieses Baby in eurem Bauch aus Liebe entstanden, in den meisten Fällen. Und ihr habt ja zu dem Baby Liebe entwickelt, schon im Bauch. Und jetzt ist halt dieser Zeitpunkt gekommen, wo das Baby zu euch auf die Welt kommt, wo es Teil eures Lebens wird. Und jede Mutter kennt das, dieses, was man nicht erklären kann. Man liebt dieses Kind unabdingbar. Man hat vorher noch nie einen Menschen so sehr geliebt wie dieses Kind und deswegen Gebären als Liebesakt des Lebens. Und auch einfach die Verbundenheit und den Kontakt mit dem Ungeborenen schon relativ zeitig. Das kennt man ja, dass man sich mit dem Kind unterhalten soll, dass man ihm vorsingen soll, dass man es streicheln soll, weil das stärkt schon im Mutterleib die Beziehung von Mutter und Kind. Da wird auch schon die seelische Entwicklung einfach des Kindes geprägt. Ich habe zum Beispiel auch so Sachen gelesen wie, wenn Kinder unter Medikamenten zur Welt kommen, dass sie dann seelisch anders entwickelt sind wie Kinder, die auf wirklich komplett natürlichem Weg zur Welt kommen. Ja, damit sollte man sich einfach auseinandersetzen, dem sollte man bewusst sein, dass alles, was man tut, in der Schwangerschaft auch, und auch unter der Geburt, Einfluss auf die Entwicklung des Babys hat. Und dann noch so,
drei Wörter, könnte man sagen, die das auch nochmal Hypnobirthing sehr, sehr gut beschreiben. Einlassen, zulassen, loslassen. Also auf dieses Thema Hypnobirthing einfach mal einlassen, sich das einfach mal in Ruhe ansehen, durchlesen, zulassen im Sinne von die Geburt auch einfach zulassen, diesen Vorgang zulassen, sich nicht anspannen, sondern es einfach laufen lassen, könnte man sagen, und dann auch loslassen. Also das Kind dann auch loslassen, auf seinem Weg einfach helfen, es nicht festhalten, in Gedanken im Bauch festhalten, sondern loslassen, ihm den Weg ebnen. Das sind einfach so viele Dinge, die im Kopf einfach passieren müssen. Man kann so ein paar negative und positive Wörter einfach mal so gegeneinander stellen, um das mal ein bisschen noch zu verdeutlichen. Negative Wörter sind zum Beispiel natürlich Angst, Kontrollverlust, Unsicherheit, Anspannung und die Schmerzfokussierung. All das sollte man während der Geburt überhaupt nicht haben, sondern eher Zuversicht, Kontrolle, Sicherheit, Entspannung und Schmerzfreiheit. In den Büchern habe ich auch ganz, ganz oft gelesen, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man in den Wehenpausen voller Anspannung auf die nächste Wehe wartet oder ob man sich an einen Ort der Entspannung zurückzieht, also im Kopf. Also, dass man die Wehenpause nutzt, um sich gezielt wirklich zu entspannen und vorzubereiten und nicht voller Angst und Anspannung, weil dann verkrampft man ja innerlich wieder darauf wartet, dass dann jetzt die nächste Wehe kommt. Das ist natürlich total Quatsch. Und um das zu erreichen, ist zum Beispiel eine Technik Autosuggestion. Das sind einfach, das heißt, kraftspendende Gedanken zu schaffen. Und solche Gedanken könnten zum Beispiel sein, dass jede Geburtswelle euch mehr und mehr voranbringt und euch eurem Kind näher bringt oder einfach innerlich dem Kind zuzulächeln. Also, dass man die Pause nutzt, sich wirklich entspannt und dem Kind zulächelt, mit dem Kind redet zum Beispiel, weil das schafft einfach positive Gefühle und das braucht ihr in diesen Entspannungspausen zwischen den Wehen, die einfach natürlich viel, viel kürzer sind. Außerdem finde ich das Wort Wehe gar nicht so schön, weil Wehe verbindet man irgendwie auch mit Wehtun. Deswegen finde ich das Wort Welle eigentlich viel, viel schöner. Eine Geburtswelle hat irgendwie was Positiveres, finde ich. Beim Hypnobirthing ist mentales Training natürlich sehr, sehr wichtig und dieses mentale Training bietet die Möglichkeit, eine natürliche Entspannungsfähigkeit zu nutzen, die Angst zu reduzieren und dadurch auch die Schmerzen zu bewältigen. Man sollte unter der Geburt einfach die Wehen willkommen heißen, denn sie sind einfach der Weg zum Ziel. Ohne die Wehen oder auch die Wellen geht es einfach nicht. Und wenn man da wirklich Angst davor hat, das überträgt sich einfach auf das Kind. Und ist wieder so dieser Gedanke, ihr wollt doch euer Kind beruhigen. Das wollt ihr doch auch dann, wenn es auf der Welt ist. Wenn es weint, wollt ihr es beruhigen. Und das solltet ihr auch schon unter der Geburt einfach tun. Und dieser Schmerz, der entsteht halt größtenteils wirklich im Kopf. Und kann auch dort reguliert werden. Also ich möchte damit nicht abtun, dass manche Frauen wirklich Komplikationen unter der Geburt haben, dass sie auch wirklich schwere Schmerzen haben. Aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, einfach aus meiner Erfahrung von Vince Geburt, weil ich da gar nicht so starke Schmerzen hatte, dass es wirklich zum großen Teil eine Kopfsache ist. Und das ist doch super, wenn ihr wisst, ihr müsst einfach nur umdenken. Euch anders auf die Geburt einlassen und da helfen euch die Bücher und die CDs wirklich sehr dabei, dann könnt ihr diesen Schmerz extremst minimieren und das ist doch das, was wir alle wollen. Deswegen lege ich euch das Thema einfach sehr, sehr, sehr ans Herz. Wenn euch das so ein bisschen inspiriert hat vielleicht, dann schaut euch auch noch mein nächstes Video an, wo ich euch die Bücher und CDs vorstelle, die mir weitergeholfen haben und ich sage euch auch, welche ich euch empfehlen kann, auch für die verschiedenen Typen von Frauen, sage ich einfach mal. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und ich freue mich sehr auf eure Fragen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!